hat. Deswegen machen sich ja auch so viele nicht mehr selbstständig. Und ja, ich kann nur dazu raten, macht euch selbstständig. Ja, hallo liebe Leute, wir sitzen wieder im Whisky und Zigarsalon an besagten Kamin und es geht weiter mit unseren Kamingesprächen. Unser heutiger Gast ist Benny Beloch oder offiziell natürlich Benjamin, seines Zeichens geschäftsführender Gesellschafter der P17, einer Geo-Marketing-Agentur, aber heute viel, viel interessanter für uns, ein Experte des Netzwerken. Er ist quasi in Netzwerken zu Hause und darüber möchte ich heute mal mit ihm diskutieren. Benny, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Ingo. Es gibt eine Phrase, die ich persönlich so doof finde und deswegen fangen wir ein paar Tage heute mit an. Diese Phrase lautet, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Wow. Wie viel Wahres liegt da dran? Wie stehst du zu diesem Spruch? Also ich würde es gerne ein bisschen erweitern und zwar um den Part und wer sie nicht nutzt. Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Viele Kontakte zu haben, hat natürlich auch was Gutes. Man kann sich austauschen, man lernt ja neue Unternehmerpersönlichkeiten auch kennen. Das Problem ist aber auf der anderen Stelle, oftmals werden die Kontakte, die man hat, auch gar nicht genutzt. Okay. Und deswegen würde ich das an der Stelle gerne erweitern. Und ich glaube, dann ist da was Wahres dran, weil was bringen mir die vielen Kontakte, wenn ich wirklich keinen Nutzen daraus ziehen kann? Okay, aber das ist schon ein ganz, ganz spannender Part. Da können wir eigentlich schon sagen, danke, Haken hinter. Also es geht nicht nur um die Quantität, also nicht nur um ein in einem Netzwerk zu sein, sondern wirklich dann auch zu seinen Gunsten zu nutzen. Nicht nur zu seinen Gunsten, also man netzwerkt natürlich auch auf der Seite des eigenen Businesses, also dass man Kontakte umwandelt in Aufträge, das ist natürlich der Idealfall. Aber man muss natürlich auch erstmal viel Zeit investieren und ja, erstmal auch sehr viel geben. Das ist natürlich das A und O bei den Netzwerken. Und da wird natürlich auch nicht gleich jeder Kontakt umgewandelt in einen Auftrag. Ich glaube, da haben wir mindestens ja zwei Ebenen. Also ich sagte gerade ein bisschen flapsig, dass du in Netzwerken zu Hause bist. Aber ganz ehrlich, so habe ich dich auch ein bisschen kennengelernt, dass eigentlich immer eine der ersten Erklärungen ja war, dass du da sehr drauf bedacht bist oder dass Netzwerken für dich ein hohes Gut ist. Deswegen ist natürlich die Frage, welche Netzwerke gibt es? Wahrscheinlich eine ganz spannende Frage, wo bin ich überhaupt? Und dann natürlich, wie bewege ich mich da drin oder was mache ich? Und kann ich dann davon ausgehen, dass ich direkt nach einem Termin den Auftrag habe? Also fangen wir vielleicht mit dem einen an. Welche Netzwerke sind für dich interessant? Wonach suchst du die aus? Wie viel ist Zufall? Wie gibt es da Tipps und Tricks, wie man da sozusagen die richtigen findet? Gibt es das eine für dich oder gibt es ganz viele? Also es gibt natürlich sehr viele Unternehmernetzwerke. Also hier in der Region gibt es natürlich auch regionale Netzwerke. Mal als Beispiel den AIW, als Untergruppe, Interessengruppe Fresh Business, was ich auch mit aufgebaut habe hier in der Region. Es gibt die Unternehmerinitiative in Rheine, die Unternehmerwelle, also alles kleine regionale Netzwerke. Dann darüber hinaus gibt es natürlich noch eine Menge Wirtschaftsjunioren, BVMW, VDU, Frauenunternehmen, also das sind jetzt Unternehmerinnen-Netzwerke. Gibt die Junioren des Handwerks, also da gibt es sehr, sehr viele Netzwerke, also man kann fast gar nicht alle aufzählen. Gibt natürlich auch Branchennetzwerke, also beispielsweise den Marketingclub Münster-Osnabrück, wo man natürlich auch aktiv sein kann. Ich suche mir da die Netzwerke eher nach aus. Wo habe ich nicht unbedingt Gleichgesinnte, mit denen ich mich austauschen kann? Weil oftmals ist da, wie zum Beispiel auch beim Marketingclub, vielleicht so ein bisschen auch dieser Wettbewerbsgedanke da. Die haben dann Angst, dass man vielleicht auch einen Kunden wegnimmt, was aber so gar nicht der Fall ist. Es geht ja um den Austausch. Deswegen bin ich eher aktiv in den Netzwerken, wo halt auch wirklich unterschiedliche Unternehmerpersönlichkeiten auf einen zukommen, mit denen man sich dann gemeinsam austauschen kann. Und eben auch bei solchen Fragestellungen einfach mal helfen kann, wenn ich die Frage bekomme, ja, wie sieht denn eigentlich vielleicht meine perfekte Zielgruppe aus, dann kann ich eben da auch ansetzen und dann eben auch weiterhelfen, also gebe ich dem Netzwerk auch wieder was zurück. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie viel Zeit du sozusagen mit Netzwerken verbringst, in wie vielen bist du im Moment und bist du jede Woche aktiv im Durchschnitt? Also wenn ich so meinen Terminkalender angucke, dann fragen mich eigentlich auch immer sehr viele, machst du noch was anderes aus deinen Netzwerken? Ja, das mache ich. Also ich investiere da schon sehr viel Zeit rein, aber einfach, weil es mir unwahrscheinlich viel Spaß macht, ich auch mein eigenes Unternehmen damit weiterentwickeln kann. Das sind natürlich auch so Dinge, das ziehe ich einfach aus dem Netzwerk raus. Ja, und ich bin selber halt aktiv beim Fresh Business, bei den Wirtschaftsjunioren.
Ich war eine Zeit lang hier im Geoforum in Münster aktiv. Das ist wieder sehr spezifisch, also auch kein richtiges Unternehmernetzwerk. Aber das sind so eigentlich die drei oder zwei, würde ich einfach mal sagen, wo ich relativ aktiv bin. Bei den Wirtschaftsjunioren natürlich regional und überregional dann auch. Mhm. Deswegen, das klaut natürlich dann auch sehr viel Zeit. Stichwort Wirtschaftsjunioren, da können wir gerne anschließen. Hut ab, du bist Vorstand der Wirtschaftsjunioren. Es ist ja das Gebiet Nordwestfalen, also komplette Münsterland, auch von hier aus gesehen hinter, also Warendorf gehört dazu, aber ja auch südlich bis ins Ruhrgebiet, ich glaube irgendwo Gelsenkirchen-Region, genau, die Emscher-Lippe. Also schon ein ordentliches Einzugsgebiet. Wie kam es dazu? Was hat sich daran gereizt? Oder es gibt ja manchmal auch so Posten, die man dann bekommt, weil kein anderer wollte. Wie war es da bei den Wirtschaftsjunioren bei dir? Also ich wurde eigentlich gefragt, ob ich das machen möchte, weil der zweite Vorsitzende ist aus familiären Gründen ausgeschieden. Er hat ein Baby bekommen und hat einfach gesagt, ich schaffe das nicht, wenn ich erster Vorsitzender bin. Und weil ich da zu dem Zeitpunkt schon sehr aktiv war und mich auch auf Fortbildung weitergebildet habe, wie führt man eigentlich die Wirtschaftsjunioren, wie sieht die Kreisarbeit eigentlich aus, wurde ich gefragt. Und ich hatte mich vorher schon mal mit der Fragestellung beschäftigt, ist das eigentlich was ich machen möchte? Und ich konnte mich mit dem Gedanken relativ gut identifizieren, wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie werde ich das denn überhaupt? Und dann war natürlich der Telefonanruf da und ich habe auch sofort gesagt, ich mache das. Und so bin ich erster Vorsitzender geworden. Natürlich wurde ich auch gewählt, also ich musste mich ja zur Wahl stellen. Aber auch die Mitglieder haben gesagt, er darf es machen. Was sind eure Ziele, also generell oder gibt es auch persönliche, die du jetzt mit den Wirtschaftsjunioren umsetzen möchtest? Also ein Ziel von mir ist es natürlich, so ein bisschen auch außerhalb von Münster zu wachsen. Also wir haben eben einen sehr, sehr großen Kreis, also Region Münsterland hier im Kreis Borken, da sind wir relativ schwach vertreten. Auch in der Emscher-Lippe-Region im Vest sind wir relativ schwach vertreten. Wir bauen das jetzt nach und nach auf, dass wir eben da auch aktiv Mitglieder gewinnen. Und ich habe halt gesagt, mir wäre es halt ein Anliegen, wenn wir eben Aktivitäten in den umliegenden Gebieten, also außerhalb von Münster, positionieren können und da auch eben ganz gezielt mit anderen Kreisen Veranstaltungen durchführen, also eben mit den umliegenden Wirtschaftsjuniorenkreisen, dass man mit denen Veranstaltungen durchführt, weil die genau das gleiche Problem haben. Okay. Und das war halt auf jeden Fall ein Ziel. Wir sind im Moment noch dabei, auch eine Veranstaltung mit den Niederlanden zu planen. Also die Wirtschaftsjunioren gliedern sich ja später auf der internationalen Ebene ins JCI auf. Okay. Und da kann man natürlich dann auch noch sehr viel machen. Nicht schlecht. Wenn du jetzt in Netzwerken unterwegs bist und jetzt nicht nur in der Vorstandstätigkeit, sondern auch dieses Miteinander, gibt es da Dinge zu berücksichtigen oder gibt es vielleicht auch mal Sachen, wo du sagst, das lieber nicht, was man vielleicht auch nicht machen sollte? Also wenn ich mein Netzwerk gefunden habe, was darf ich, was muss ich, was sollte ich vielleicht berücksichtigen? Also ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht in ein Netzwerk reingeht und sofort erhofft, man kriegt da 20 neue Aufträge oder ähnliches oder man prescht halt wirklich da rein, stellt sich vor und wechselt dann auch ganz schnell den Tisch. Also man lernt die Persönlichkeit, die da gerade am Tisch steht, auch gar nicht so richtig kennen. Okay. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Das machen sehr viele. Also das kriege ich auch in anderen Netzwerken immer mal wieder mit, wo man sich dann mal so bewegt, dass man eben Visitenkarten austauscht und die hoffen dann wirklich, dass man dann nachher irgendwie wirklich einen Auftrag platziert oder man wird nachher bei Xing oder ähnliches zugespammt. Das finde ich immer ein bisschen gefährlich, finde ich auch nicht gut. Was auch noch manchmal so ein Problem ist, gerade wenn man neu in ein Netzwerk reinkommt, dann sucht man sich natürlich auch oftmals die Persönlichkeiten, die man schon kennt. Und dann hat man eben wieder auch diese Grüppchenbildung. Ja. Und ich fände es dann eigentlich auch ganz gut, wenn man dann wirklich nach einem gewissen Zeitrahmen, nach 10, 20 Minuten einfach mal sagt, man splittet sich mal wieder auf und lernt dann auch eben neue Menschen kennen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Wie wichtig oder wie weit braucht es da die Eigeninitiative? Oder ein guter Gastgeber könnte dann natürlich auch helfen, dass die Vermischung höher ist, dass dann halt nicht diese Grüppchen sich bilden, die sich sowieso kennen. Ich weiß, wir standen auch schon mal in Münster gemeinsam und dachte, ja super, hätten wir in Gronau haben können, ne? Müssen wir nicht 60 Kilometer für fahren. Ja, der Gastgeber, der könnte das viel besser durchmischen, weil der Gastgeber ja im Idealfall auch viele Unternehmerpersönlichkeiten kennt, wird aber viel zu selten gemacht oder eigentlich auch fast gar nicht gemacht. Also es gibt ganz wenig Veranstaltungen, wo ich weiß, dass der Veranstalter sich auch mal die Persönlichkeiten rauspickt und zu jemand anderen führt, wo dann auch wirklich gesagt wird, ihr müsst euch mal unterhalten, weil der Benjamin, der hat jetzt was Interessantes, was dir gerade weiterhilft oder ähnliches. Das passiert ganz, ganz, ganz selten.
Wie ist es denn mit sowas wie Empfehlungen? Hast du das in der Erfahrung, dass in diesen Netzwerken mal auch Verbindungen hergestellt werden, dass also auch jemand sich mal in der Rolle des Vermittlers sozusagen sieht und auch mal versucht, zwei andere zusammenzubringen? Funktioniert das? Ja, auf jeden Fall. Das kann natürlich auch viel, viel mehr ausgebaut werden. Das versuche ich auch immer so ein bisschen rüberzubringen. Ich sage natürlich auch immer, wenn einer auf mich zukommt und sagt, hast du da nicht jemanden, der mir da weiterhelfen kann? Dann schaue ich immer, dass ich jemanden finde aus meinem Netzwerkkreis sozusagen. Ich sage dann aber auch immer, wenn dich mal jemand fragt, schau, dass du dir halt auch dein eigenes Netzwerk aufbaust, weil das ist ja eben das Wertvolle dann daran, dass du eben deine Kontakte, die du hast, auch wieder zurückführst in das Netzwerk. Gerade auch diese Frage nach der Gastgeberrolle. Ich habe ein paar Dinge gelernt auf der anderen Seite der Grenze. Ne? Die Niederländer sind da manchmal anders aufgestellt. Und ich finde, dass auch viele Netzwerke leider durchaus auch mal an politischen Grenzen aufhören. Jetzt habe ich ja gerade schon verraten, du beschäftigst dich sonst ja auch mit dem Thema Geografie oder Geomarketing. Wie stehst du zu dieser Frage, Grenzen, oder wie weit sind auch deine eigenen Erfahrungen aus anderen Bereichen? Du hast gerade erzählt, auch die Wirtschaftsunionen sind international vernetzt. Hast du da Unterschiede erlebt? Kannst du da ein bisschen berichten? Ja, also man muss dazu sagen, wir haben ja hier eine Besonderheit. Wir haben ja mehrere Grenzen eigentlich vor der Haustür. Also Standort Gronau hat einmal die Grenze Deutschland-Niederlande, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Dann haben wir die Kreisgrenze, Kreis Borken, Kreis Steinfurt. Also das sind ja relativ viele Grenzen, die auf einen treffen sozusagen. Und man merkt das schon, also auch die überregionalen Netzwerke, wenn man mal an den AEW denkt, der auch mal mit der Twente Unternehmerschaft was gemacht hat, die tauschen sich ja sonst auch nicht so viel aus. Also es wird immer mal wieder versucht, aber es könnte meiner Meinung nach auch viel mehr passieren. Das ist aber, glaube ich, ein Prozess, der wirklich wachsen muss, weil gedanklich sind diese Grenzen immer wieder da. Wie sieht es bei dir aus? Ich weiß, du hast ja an der Saxion in Enschede studiert. Schaffst du es, die Niederlande, die Region Twente, als Chance zu gebrauchen? Oder war das eine das Studium und bist du heute doch mehr in Deutschland unterwegs? Also unser Fokus ist natürlich Deutschland. Wir haben relativ wenig Kontakte in den Niederlanden. Das ist einfach wieder die Grenze. Ja. Wir haben das immer mal wieder versucht, auch aufzubauen. Es ist aber schwierig. Ja. Und da hat mir die Saxion jetzt auch nicht so viel gebracht im Prinzip. Mhm. Obwohl auch da wahrscheinlich viele ungenutzte Potenziale liegen. Ja, aber wie gesagt, das kann ich nur unterschreiben, dass ich auch häufiger am alten Markt oder in der Kreuzfeste bin und wie gesagt, das berufliche doch durchaus schwierig ist. Aber ein anderes Thema, wenn wir jetzt vielleicht nicht über die geopolitischen Grenzen nachdenken, sondern über die Frage analog-digital. Letztendlich kann ich heute über Xing, LinkedIn, keine Ahnung was noch alles, natürlich auch sehr leicht digital mein Netzwerk aufbauen. Wie weit ergänzt sich das? Wie weit widerspricht sich das? Wie teilst du deine Zeit da ein? Also wie wichtig sind digitale Netzwerke für dich? Also ich finde die digitalen Netzwerke sehr wichtig, aber auch immer nur als Ergänzung. Also mal so ein Beispiel, wenn ich mich mit Themen beschäftige wie, ich nenne es mal Blockchain oder YouTube-Marketing oder ähnliches, dann versuche ich das auch erstmal auf der digitalen Spielwiese zu machen, weil du vielleicht auch gar nicht die passenden Ansprechpartner hier in der Region hast. Okay. Aber dann vergleiche ich das eigentlich auch immer so ein bisschen wie mit einer Online-Partnerbörse sozusagen, weil gewisse Dinge funktionieren dann auch nur offline. Mm. Und genauso ist es halt in den Unternehmernetzwerken auch. Mm. Du musst ab einem gewissen Punkt eigentlich auch mal persönlich mit den Menschen sprechen. Was natürlich das Schöne an der digitalen Welt ist, du kannst einfach weltweit dich vernetzen und hast eben nicht den Flug, dass ich mich mal eben nach New York in den Flieger setze, um da zu netzwerken. Das kann ich eben auch auf der digitalen Spielwiese machen. Und das ist eben dann der Vorteil, den ich da einfach habe. Es gibt auch Netzwerke, die das eben verknüpfen. Also ich habe beim letzten Mal auch einen Vortrag bei dem Rotary Club Münster E-Club gehalten, die eben genau das Spiel spielen. Die sind digital unterwegs und treffen sich gelegentlich auch nochmal offline. Also das ist eben auch was, wo ich sage, das muss man einfach machen. Der Offline-Kontakt zählt da einfach. Spannende Sache. Apropos dann digital, ab und zu, wie gesagt, ist es auch schön in der analogen Welt zu sein. Wir sind in einem Whisky-Laden, guter Brauch ist es, eine kleine Pause einzulegen beim Whisky. Wie wär's? Hättest du Lust dazu? Sehr gerne. Dann gehen wir einmal rüber. Alles klar. Ja, jetzt stehen wir hier. Ich freue mich wie Bolle. Mal gucken, was es jetzt wieder Leckeres gibt. Was habt ihr euch überlegt? Han, Benny? Ja, also ich trinke ja so ein bisschen die spezielle Note des Whiskys, deswegen ich hätte wohl gerne einen Lagavulin 12.
Ah, du kennst dich echt richtig aus. Eine von meinen Lieblingen, Lagerfuhling 12, der, nach meiner Meinung, der beste Lagerfuhling, besser dann die 16er. Und ich liebe ja Whiskys auch fast stärker. 56,5% haut voll rein. Das heißt, in welcher Region sind wir von den Inseln, ne? Islay. Ja, das ist Islay. Die sind ja nicht so torfig da, ne? Nee, die haben ja gar keinen Torf auf Islay. Okay. Ich glaube, auf Islay gibt es einen, den ich echt mag, das ist der Wuna Elben. Der 12. Ja, aber auch nur den dann. Und den 18er magst du auch. Okay. Nein, es freut mich über die Gäste verschiedene Whiskys auch mal zu probieren. Lieber Hans, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, lieber Benny, auf dich. Vielen Dank für die Einladung. Die Herren, genießt es. Ja, machen wir mal weiter. Lieber Benny, vielen Dank für diese Wahl. Nächstes Mal gucke ich, dass ich erst frage. Aber es ist ein guter Whisky. Es sei dir gegönnt. Zum Wohl. Du bist ja nicht nur in der Beratung nah an Unternehmen oder über das Netzwerk, sondern ja auch einer der Partner oder neben mir oder ich neben dir beim Gründerstein. Und mittlerweile sind wir im dritten Jahrgang, wollen da ja Startups fördern. Erzähl mir nochmal oder uns, wie kamst du sozusagen dahin? Was war eigentlich so bei dir die Motivation, der Anreiz? Ist ja jetzt mindestens 2 Jahre, ich glaube ungefähr 3 Jahre her. Warum noch so ein Award neben dem Netzwerken, neben der Arbeit? Was hat dich da angespornt? Ja, zum einen ist natürlich der Gründerstein auch ein Netzwerk für mich. Also du lernst da ja auch wieder viele neue Startups kennen, wir uns auch untereinander, dann auch vom Organisationsteam. Was ich aber viel, viel spannender finde, ist eben ja mein Wissen, was ich auch während der Gründung aufgebaut habe, eben auch wieder den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen und eben an der einen oder anderen Stelle auch eben nochmal den Hinweis zu geben, was könnte man vielleicht nochmal verbessern, auch an der Unternehmensidee oder wo muss man vielleicht auch mal noch sein Netzwerk öffnen, um den Unternehmern dann zu helfen. Und ich denke, das funktioniert auch sehr gut und die Teilnehmer nehmen das ja auch sehr gut an. Gibt es ein Highlight? Also irgendwie eine Situation, eine Location, ein Gespräch, irgendwie so, ne? Wir haben ja 2 Jahrgänge erleben dürfen, Planungstermine gab es, also wir haben ja schon uns ein bisschen darum gekümmert. Was ist so bei dir am besten hängen geblieben? Also mein Highlight ist eigentlich das Potenzialwachstum, was so ein Unternehmer hat von der ersten Bewerbung. Also bei uns muss man sich ja auch wirklich nur mit einem One-Pager und nicht mit einem kompletten Businessplan bewerben. Also die Unternehmensidee runtergebrochen auf einer DIN A4-Seite bis hin zum ersten oder zweiten Workshop, wo die Unternehmer dann auch wirklich ihre Ideen pitchen, vorstellen und das Wissen, was sie durch uns bekommen haben, einfach aufgreifen und damit auch ihre Ideen schleifen. Das finde ich halt super, super spannend. Und wenn die dann noch ins Finale kommen, dann sieht man eben wirklich auch diesen Werdegang von der ersten Bewerbung hin über die 2 Workshops, Bootcamp, Finale. Und das macht wirklich Spaß, den Unternehmern dann dazu zu schauen. Ja, das ist es sicherlich, wie gesagt, auch ein bisschen dieser Spaß dabei zu haben, ne, sich darauf einzulassen. Auch jetzt unter anderem die Erfahrung aus dem Gründerstein. Gibt es da Fallschricke oder was fällt dir so auf? Hast du da auch so Dinge vielleicht, die Startups eher mal verkehrt machen? Oder gibt es auch Dinge, Sachen, die dir imponieren, wo du sagst, hey, da kann ich mir selber noch eine Scheibe abschneiden? Also wenn die relativ digitalisiert unterwegs sind, da kann man sich natürlich sehr viel von abschneiden. Also wenn Unternehmensprozesse digitalisiert werden, da schaue ich dann auch schon, wie kann ich das für mein eigenes Unternehmen nutzen. Was manchmal ein bisschen zu kurz kommt bei den Teilnehmern, ist eben auch wieder aus der Marketing-Sicht eben die ganze Zielgruppenanalyse. Okay. Also da wird oftmals nicht so viel Wert drauf gelegt, wie zum Beispiel eben die Finanzen oder ähnliches. Ja. Viele arbeiten das natürlich aus, wissen dann aber auch gar nicht, wie kann ich denn jetzt vielleicht mein Budget, was ich benötige, eben zielgerichtet auch an die Unternehmer oder an meine Zielgruppe eben herausposaunen sozusagen, dass ich wahrgenommen werde. Deswegen frage ich da auch schon immer sehr explizit auch in den Workshops nach. Das ist eben mein Fokus, wo ich drauf achte, weil wenn man das nicht weiß oder nicht
detailliert aufschreibt, dann fehlt mir da natürlich irgendwo immer so eine kleine Informationsschicht, wo ich dann immer ein bisschen nachbohren muss. Das bedeutet also dann zum Beispiel für Businesspläne, dass du glaubst, dass der Bereich Marketing, Vertrieb eher untergewichtet ist und andere Dinge wie vielleicht Zahlenfriedhöfe im Finanzplan zu stark übergewichtet sind? Ja, das glaube ich schon. Also oftmals schreibt man ja einen Businessplan auch wirklich für die Banken, weil man irgendwie Geld haben möchte oder ähnliches. Aber man schafft eben nicht, das zu vermitteln, was mache ich denn nachher mit dem Geld? Also muss ich das investieren in Marketing und Vertrieb? Wie sieht meine Zielgruppe aus? Wie erreiche ich die überhaupt? Also das sind eben so viele Fragestellungen, die da einfach vernachlässigt werden. Und ich versuche dann auch immer in den Gesprächen herauszuhören, wer kauft denn eigentlich bei dir? Wer kauft auch welche Produkte? Weil auch das kann ja unterschiedlich sein. Und wenn man sich da einfach mal so ein bisschen Gedanken drüber macht, wie sieht meine Zielgruppe aus? Man formt da auch vielleicht unterschiedliche kaufende Persönlichkeiten, also dieses Buyers-Persona-Bild als Beispiel. Dann macht das natürlich auch viel mehr Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch vielleicht diesen Teil etwas kürzer zu halten von dem ganzen Finanzplan. Weil ich bin auch kein Freund davon, wenn man wirklich einen 60-, 70-, 80-seitigen Businessplan hat, sondern man muss auch natürlich schauen, was möchte man erreichen. Also schreibe ich den jetzt wirklich für die Bank? Schreibt man den jetzt ja für sich selbst sozusagen, um sich so einen Leitfaden zu geben? Oder eben für uns, dass wir uns darüber austauschen können und eben an der einen oder anderen Stelle nochmal nachfragen können? Ja, da hast du es mir eigentlich schon beantwortet. Ansonsten hätte ich eine tolle rhetorische Frage stellen wollen, ob nicht letztendlich auch der Businessplan oft in der die erste Zielgruppe eigentlich der Gründer, das Gründerteam selber ist oder sind, dass die diese Klarheit letztendlich bekommen über alle Facetten des Businessplans. Unterschreibst du mir das? Ist es wirklich die rhetorische Frage? Ja, würde ich schon unterschreiben. Also ich finde es gerade gut, wenn man einen Businessplan schreibt, dass man das auch mal für sich macht. Also das haben wir damals von uns aus auch gemacht. Natürlich liegt er jetzt sozusagen ja in der Ecke und wird gar nicht mehr so weiterentwickelt, wie wir das damals gemacht haben. Aber mein Kollege und ich, wir haben schon unterschiedliche Ziele auch zum Teil, die wir während des Jahres entwickeln, wo wir einfach gucken, wie schaffen wir das, was müssen wir für Maßnahmen ergreifen. Man kann es einfach vergleichen mit einem One-Pager, den wir dann für uns schreiben, um uns einfach die Richtung vorzugeben. Du hast es gerade angesprochen, ihr habt euch zu zweit selbstständig gemacht. Wie kam es damals? Also war das für dich absehbar? War das klar, dass du die Selbstständigkeit anstrebst? Oder was hat dann vielleicht auch den Ausschlag gegeben, diesen Schritt ins Unternehmertum für dich persönlich? Also für mich war es schon immer irgendwie klar, dass ich selbstständig sein möchte. Ich habe mich damals auch schon mit 18 aus einer Schul-AG sozusagen gegründet. Meinen jetzigen Kompagnon habe ich während des Studiums kennengelernt. Wir haben mehrere Projekte auch zusammen gemacht und wir haben eigentlich gemerkt, dass das sehr gut funktioniert. Wir haben unterschiedliche Ansichten, aber deswegen funktioniert das auch, glaube ich, so gut, weil wir eben nicht immer in die gleiche Richtung laufen, sondern wir uns beide dann auch mal so ein bisschen beäugen, was macht der eine eigentlich, ist das jetzt richtig, wo der hinläuft, hinterfragt das auch noch mal ein bisschen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt wirklich alleine gemacht hätte, ohne Sebastian, ich weiß nicht, ob ich das so lange ausgehalten hätte, weil man muss natürlich auch die ein oder anderen Hürden mal überwinden und das ist natürlich zu zweit deutlich einfacher. Entschuldigung, ja. Das heißt aber, Unternehmertum für dich das Richtige? Auf jeden Fall. Warum? Ja. Gibt es da so ein paar prägnante Gründe? Ich finde am Unternehmertum einfach spannend, dass ich einfach meine eigene Richtung und das, worauf ich Lust habe, weiterentwickeln kann, nach vorne treiben kann und eben auch aktiv sozusagen mit meinen eigenen Ideen arbeiten kann. Und das ist bei einer Festanstellung, glaube ich, nicht immer der Fall, wobei es natürlich auch viele Unternehmen gibt, die sowas fördern. Aber ich habe natürlich auch ein Interesse daran, eben meine eigenen Ideen nach vorne zu bringen oder eben auch im Austausch mit meinem Kollegen die Ideen nach vorne zu bringen und das Unternehmen einfach größer zu machen. Eins würde mich dann interessieren, wenn du jetzt von einer jungen Firma, einem Start-up hörst, die eine Zweierführung haben, also ähnlich wie ihr das dann hattet. Was löst das aus? Findest du das eher positiv und sagst, jo, siehst du das durchaus auch mal negativ und sagst, naja, versteht ihr euch gut? Also kann man da eine Tendenz abgeben, ob Zweierteams eher gut für Startups sind oder eher schlecht oder ist das ganz individuell zu betrachten? Das ist immer individuell. Also man muss sich die beiden Unternehmerpersönlichkeiten oder auch die 3, 4 Unternehmerpersönlichkeiten einfach mal anschauen. Wenn die zugleich sind oder auch schon in Gesprächen oftmals irgendwie Auseinandersetzungen haben, dann finde ich das immer ein bisschen gefährlich, wenn ich das dann wieder reflektiere auf unser eigenes Unternehmen. Das habe ich mit Sebastian so in der Form gar nicht gehabt. Natürlich hat man mal Reibereien und man tauscht sich auch dann vielleicht mal intensiver über die ein oder anderen Dinge aus, wo ich sage, das müssen wir jetzt machen oder Sebastian sagt, das müssen wir machen.
Aber wenn das von vornherein in jedem Gespräch der Fall ist, dann sollte man lieber sagen, okay, dann mache ich das alleine, bevor man dann im Nachgang irgendwie vielleicht Problematiken hat, weil sich dann auseinanderlebt und dann bricht eben auch das ganze Unternehmen auseinander. Nochmal das Stichwort Start-ups oder auch Gründer eben, zum Beispiel Münsterland oder wir dürfen natürlich auch die Grafschaft Bentheim oder die Region Twente dazu betrachten. Es gibt durchaus Leute, die mich fragen, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen, weil ja durchaus die Wirtschaftslage gut ist, viele Leute einen sicheren Job haben und es immer weniger Gründer gibt und eigentlich setzen wir beide da gefühlt dann aufs falsche Pferd. Wie gehst du mit so einer Aussage um oder was dürfte ich dann nächstes Mal erwidern? Was könntest du mir da als Tipp geben? Ist das sich kümmern um Startups wirklich so deppert oder ist es doch auch für die Region, für die Volkswirtschaft vielleicht oder wofür auch immer wichtig? Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich um die jungen Unternehmer, die Startups, Existenzgründer kümmert, weil das sind eben eventuell auch die größeren Unternehmer von morgen, die auch wieder Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Natürlich ist das vielleicht für den einen oder anderen vielleicht auch nicht nachvollziehbar, weil man halt auch mittlerweile ja Vollbeschäftigung hat. Man findet überall einen Job. Aber eben der Anreiz, man macht sich selbstständig und wir geben denen sozusagen einen kleinen Benefit, sei es jetzt monetär oder über unser Netzwerk. Mhm. Davon profitieren die natürlich und ich finde das eine sehr, sehr gute Förderung. Und wir haben leider nicht mehr so eine Förderung wie früher, wo man eben von den Banken eventuell einen Gründerzuschuss bekommen hat. Deswegen machen sich ja auch so viele nicht mehr selbstständig. Und ich kann nur dazu raten, macht euch selbstständig. Das ist schön, das ist auch ein guter Aufruf. Bevor wir das hier zum Abschluss bringen, würde mich noch so ein, zwei Dinge von dir persönlich interessieren. Das eine ist, gibt es ein oder mehrere Vorbilder für dich? Gibt es etwas, jemanden, weiß nicht, ob man dem nacheifert, aber wo man sich was abschaut? Hast du sowas? Also da habe ich viele Unternehmerpersönlichkeiten, wo ich immer mal wieder schaue, was sie machen, beispielsweise Elon Musk oder auch von Steve Jobs, obwohl ich jetzt kein Apple-Jünger bin oder ähnliches. Aber es sind schon interessante Unternehmer, wo man sich auch mal Dinge abschauen kann. Einfach mal schaut, wie haben die ihr Unternehmen aufgebaut. Natürlich werde ich nicht so ein großes Unternehmen haben wie Apple, Facebook, Microsoft oder Co. Aber es sind eben auch die kleinen Dinge, wo man lernen kann. Deswegen, also das wäre eine riesen Bandbreite, die ich da hätte, weil permanent stößt man auf neue Unternehmerpersönlichkeiten, junge Start-ups, die es auch schaffen, Investoren zu überzeugen, wo ich dann auch immer frage, wie machen die das, was ist deren Idee hinter deren Konzept etc. Also da gibt es sehr, sehr viele Unternehmerpersönlichkeiten. Ja. Also merke ich schon, ein sehr interessierter Mensch, der hier neben mir sitzt und offen ist. Gibt es denn wahrscheinlich sehr viele Ziele noch für dich? Gibt es ein, zwei herausragende Dinge? Was treibt dich an? Verfolgst du ein Ziel? Ja, das liegt immer dran, mit welchen Augen man mich betrachtet. Wenn man mich jetzt als Unternehmer fragt, welche Ziele ich habe, dann wäre ein Ziel von mir Beteiligung an Startups. Aber jetzt nicht irgendwelche Startups, sondern ähnlich gearteten Startups, so wie wir es sind. Okay. Also beispielsweise eben aus dem CRM-Bereich, aus dem Marketing-Bereich, Geomarketing-Bereich etc. Das wäre so ein Part. Wenn man mich jetzt als Netzwerker fragen würde, dann würde ich sagen, ich hätte nochmal das Ziel, ein eigenes Unternehmernetzwerk aufzubauen. Jetzt aber nicht als Wettbewerb zu bestehenden Netzwerken, sondern als Ergänzung dazu. Wenn du mich jetzt persönlich als Freund fragen würdest, dann ist natürlich Familie und Gesundheit da ein Punkt. Über alles hinweg würde ich immer sagen, die Vereinbarkeit von Familie, Netzwerk und Beruf. Wobei ich das auch ganz klar in diesen Abstufungen sage, Familie geht vor. Netzwerk geht aber bei mir noch vor dem eigenen Business, weil da ziehe ich nämlich auch die meisten Erfahrungen her und bilde mich selber dann weiter. Also das wären so meine Ziele, die ich da nennen würde. Das ist nicht die allerschlechteste Antwort. Das ist schon sehr ehrenhaft. Ja, vielleicht noch einen anderen Whisky-Geschmack, aber das ist dann was anderes. Nein, dementsprechend vielen lieben Dank für diese Einblicke, für das Teilhaben lassen an deinen Gedanken, wie du da die Welt siehst. Wie gesagt, da nehmen wir sicherlich ein paar Dinge mit. Schön, wie gesagt, mit dir hier am Kamin zu sitzen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung, Ihnen.